So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin euer Bim und heute geht es um ein leidiges Thema, nämlich Gleisreinigung. Ja, ein Thema, das uns alle betrifft und ich habe heute mal die Ehre, euch etwas ganz Tolles vorstellen zu können, nämlich einen Schienenreinigungswagen von der Firma Modellbahn Union. Und den gucken wir uns heute mal genauer an. Man sieht ihn schon hier in der Verpackung. Ich würde sagen, ich hole ihn jetzt aber mal raus und wir gucken, was alles so mit dabei ist. Ja, ich muss gestehen, ich habe ein kleines bisschen gemogelt. Ich habe nämlich hier schon einen Decoder reingepackt, einen ESO-Decoder, um den digital ansteuern zu können. Und was man jetzt aber hier sieht, ist natürlich den eigentlichen Schienenreinigungswagen, drei Schleifplättchen und drei Polierplättchen. Das heißt, wir haben hier eine 3-in-1-Variante und da bin ich echt mal gespannt, denn ich habe hier mega schmutzige Stellen. Die zeige ich euch jetzt gleich mal und da schleifen wir zuallererst rüber, polieren dann und ganz zum Schluss saugen wir nochmal und dann will ich mal sehen, ob das Ding, ja, kann, was es verspricht. Also dann schauen wir mal, viel Spaß mit dem Video. Ich habe ihn jetzt mal ganz frech einfach auf die Seite gelegt, um euch den Wagen von unten zu zeigen, denn es war noch mal so ein kleines Stückchen Vlies dabei, das hier, so, und das wird jetzt hier erstmal montiert. Das zieht dann später einfach noch mal die Schmutzreste vom Gleis, genauso wie das Stück Schaumstoff, das hier drin ist. Und das hier kann man übrigens austauschen, da ist eine Gabel mitgeliefert, mit der man das gleich rausholen kann. Das werde ich euch zeigen, nachdem ich hier jetzt erstmal die Bürste bzw. dieses kleine Vlies montiert habe. So, das Vlies haben wir jetzt montiert und jetzt zeige ich euch mal, hier mit der mitgelieferten Zange hier, kann man nämlich das dann rausholen. So. Hopp, genau. So, das ist jetzt raus. Und hier kann man jetzt den die Schleifscheibe einsetzen. Das machen wir jetzt mal. So. Einfach reindrücken. Gut. Das war's. Und jetzt ist der Wagen funktionsbereit zum Schleifen. Jetzt setzen wir ihn mal auf. Dann brauchen wir natürlich noch eine Lok. Die holen wir uns natürlich auch mal dazu. Einen Moment. So, und schon ist das Ganze funktionsbereit. Wie gesagt, hier ist der Auffangbehälter für den Staub später. Der ist im Moment leer. Und da gucken wir dann gleich mal rein, wenn wir ein bisschen hin und her gefahren sind nach dem Saugen, ob sich wirklich auch kleinste Reste da drin sammeln. Jetzt geht es aber erstmal darum, die Gleise zu reinigen. Wir machen jetzt mal einen kleinen Testlauf. Decoder-Adresse aktuell ist die 3. Ich habe daran nichts geändert. Jetzt schalten wir ihn hier mal ein. Und jetzt, wenn wir am Regler drehen, ich zeige euch mal kurz den Regler hier, können wir theoretisch, genau, anfangen zu schleifen. Das mache ich jetzt natürlich nicht, sondern ich bewege erst die Lok und dann schleifen wir hier mal hin und her. Doch zuerst zeige ich euch die schmutzige Stelle, um die es jetzt geht. Und da möchte ich wissen, ob es eben wirklich den Dreck so richtig runterholt, wie es sein soll. So, ihr seht die schmutzige Stelle hier in der Mitte und da schleifen wir jetzt rüber und hoffen, dass es tatsächlich auch was bringt. Fahr mal los, ganz langsam. Man hört es, wie schön es schleift jetzt. Aha, jetzt schleift nichts mehr, das ist hängen geblieben. Gut, und jetzt stehen geblieben. Gut, das ist natürlich auch interessant, aber wir wollen es ja auch wirklich auf Herz und Nieren prüfen. So, dann gucken wir mal, was jetzt passiert, wenn ich hier ein bisschen Nachhilfe leiste. Immer noch nichts. Jetzt geht's weiter. Oh, wunderbar. Jetzt drehen wir wieder um. So. Jetzt nochmal zurück, dann die andere weiche Seite putzen. Also ich bin echt gespannt, ob das runterholt. Im Moment sieht es nicht danach aus. Ja, weiche umstellen. Da gucken wir uns die
Spitze nochmal von nahem an. So, man sieht, wir haben hier immer noch jede Menge Schmutz. Und der wäre, ich versuche jetzt mal hier mit dem Gleisgummi rüber zu gehen. So, wie gesagt, jetzt gehen wir mal mit dem Gleisgummi rüber. Und da sieht man, dass hier an solch einer Stelle unser Schleifwagen leider nicht hinkommt. Macht aber nichts, die anderen Profile, beziehungsweise obenauf, die Profile wurden blitzeblank, da kann man überhaupt nicht meckern. Man sieht allerdings auch ganz leichte Schleifspuren. Da bin ich mal gespannt, wie es nach dem Polieren aussieht. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal auf den Poliersatz, nachdem ich hier nochmal über die ganzen Bahnhofsgleise rübergefahren bin. Aber das machen wir jetzt erstmal im Zeitraffer. Ja, das ist unser abgeschliffene Schleifscheibe, das heißt, man sieht, der Einsatz war jetzt nicht sehr, sehr viel, aber die hat schon mächtig gelitten. Also da kann man eigentlich direkt Ersatz ordern. Wobei ich sagen muss, glaube ich, würde ich da eher bei der Handschleifvariante bleiben. Ich habe jetzt hier unten eine Polierscheibe eingesetzt und da werden wir jetzt mal eine Runde mit der Polierscheibe drehen und uns dann das Ergebnis von nahem ansehen. So, jetzt gucken wir mal, wie es nach dem Polieren mit der Polierscheibe aussieht. Da bin ich echt mal gespannt. So, hoppla. Na, so, da ist sie ab. Hier sieht man ein paar Schmutzablagerungen. Moment, Fokus. So. Aber an sich ist das jetzt nicht so ein extremes Verschleißteil wie die Schleifscheibe. So, und zu guter Letzt setzen wir unseren Sauger wieder ein. Ohne die Saugeklammer. Die müssen wir das mal da rausholen hier. So, weg damit. Setzen unseren Sauger wieder ein und drehen eine Runde und gucken, was jetzt tatsächlich hier an Schmutz runtergeschliffen und an Staubresten hier auf der Anlage sich befindet. Da bin ich selbst mal gespannt. Wirklich sauber ist sie nicht, aber ich werde jetzt hier auch keinen extra Schmutz verbreiten, sondern ich werde im Nachgang einfach mal einen extrem langsamen Rolltest hier auf dem Gleis über die Weichen machen und dann werden wir merken, ob der Wagen verspricht, hält, was er verspricht, nicht verspricht, was er hält, hält, was er verspricht. Und da bin ich selbst mal gespannt, denn ich habe lange, lange nach einem Modell gesucht und das hier ist auch preislich absolut erschwinglich, aber wie gesagt, da kommen wir gleich drauf. Jetzt erstmal geht's weiter mit dem Test. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da so drin ist. Ich werde jetzt die Kamera abmontieren und euch direkt reinschauen lassen, damit wir hier keinen oder nicht den Eindruck gewinnen, ich würde hier irgendwas stellen oder so, weil ich habe jetzt echt keine Ahnung, was da drin ist. Schauen wir mal, ob es überhaupt was. Ha, süß. Aber man muss sagen, wenn man sich das mal anguckt, das sind vor allem Erdreste. Und das ist ein gutes Zeichen, denn das heißt, er ist kräftig. Ja, Fokus. So, das heißt, wir haben nämlich einen kräftigen Saugeffekt. Das ist genau das, was wir brauchen. Also perfekt, wunderbar. Und jetzt machen wir den Rolltest, ob sich das Ganze auch gelohnt hat. So, nun der Rolltest. Ich bin mal gespannt. Ich lasse die Lok jetzt so langsam rollen, wie nur möglich, damit man wirklich jede
Kontaktschwierigkeit erkennen kann. Sie ist schon am Rollen, wird auch in ungefähr 5 cm bei euch im Bild erscheinen, aber wie gesagt, die niedrigste Stufe und absolut schleichend, da ich tatsächlich sehen möchte, wie verhält sie sich nun nach dem Reinigen mit dem Schienenreinigungswagen. Und der liegt ungefähr preislich mal bei 90 € oder noch günstiger. Also schon eine geile Nummer. Wer Interesse daran hat, findet natürlich wie immer den Link in der Videobeschreibung. Ich habe lange gesucht und habe mich letztendlich für diesen entschieden. Und so wie das hier schleicht, Freunde, kann ich euch die Geschichte einfach nur empfehlen. Ich meine, was soll man sagen? Guckt euch das an, einwandfrei. Ich kann mal noch spaßeshalber den Sound dazu schalten. Auch da hört man ganz schnell mal, wenn irgendwelche Kontaktprobleme auftreten sollten. Aber das hier ist ja, das spricht für sich, würde ich sagen. Da muss man gar nicht viel reden. Und das auf einer Weiche, die hier gerade richtig schön überfahren wird. Ich lasse sie jetzt mal vorfahren bis zur weichen Zunge. Dann lassen wir ihn stehen und drehen nochmal um, um zu sehen, ob es auch nicht nur in eine Richtung funktioniert. Aber bisher sieht das sehr, sehr vielversprechend aus. Also genau das, was wir haben möchten. Ganz toll. Muss ich endlich nicht mehr fluchen. So, jetzt halte ich mal an. Steht jetzt mitten auf der Zunge. Fahr nochmal vorsichtig an. Jetzt muss ich aufpassen mit dem Sound, ja, das ist jetzt was anderes. So, und umdrehen und genauso langsam zurück. Da hält sich jetzt mit dem Sound etwas anders. Ah, jetzt geht's los, hoffe ich. Genau. Los, beweg dich. Ich möchte so richtig schleichen. Wie gesagt, da sieht man schön, ob es passt mit dem Kontakt oder nicht. Vor allem jetzt auch vorne an der Beleuchtung. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Einen besseren Beweis gibt es nicht. Bei dem Preis könnte man sich sogar zwei anschaffen. Heißt, einer der schleift, einer der saugt. Direkt als Reinigungszug hintereinander. Und es wäre immer noch günstiger als die Lux-Kombination. Ja, also was soll ich sagen? Die Bilder sprechen für sich. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Ihr habt es gesehen, der Schienenreinigungswagen von Modellbahn Union. Eine tolle Geschichte. Da ist er nochmal. Oh, auch wenn er jetzt ein bisschen Schräglage hat. Aber er hat genau das getan, was er soll. Nämlich die Gleise blitzeblank gemacht, so dass die Lok im Hintergrund perfekt vorbeischleichen kann. Ja, das war's zum heutigen Video, ihr Lieben. Ich werde jetzt letztendlich komplett doch die Anlage ganz abbauen. Also das war das letzte Video, das ihr jetzt gesehen habt auf diesem Kanal von BIMS MOBA. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch das Jahr 2019 nochmal. 2020 wird spannend. Kann ich euch versprechen. Wird sehr spannend. Freut euch darauf. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn es heißt, der BIM zieht um und zeigt euch sein neues Domizil. Also bis zum nächsten Mal. Fühlt euch gedrückt. Und schon immer schön weiter basteln, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer BIM. Und ciao.